Hi Leute und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute mal nicht ganz so ein schöner Hintergrund, aber ich glaube, das ist egal, wenn der Wäscheständer mal im Hintergrund steht. Und zwar wollte ich euch heute das Monatsupdate von der kleinen Minimaus geben. Ich hoffe, es ist okay, dass das Fenster offen ist. Es ist gerade noch, ich glaube, es ist nicht mal 8. Und ich möchte ein bisschen frische Luft reinlassen. Wenn es aber zu laut wird, dann mache ich es natürlich zu. Und das Babyfon steht auch wieder hier. Das heißt, wenn ihr was hört, das ist das Babyfon. Ja, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass es jetzt schon ein Monat her ist, dass die kleine Minimaus geboren ist. Das ging jetzt so schnell vorbei und ich glaube, die nächsten Monate, die kommen werden, werden auch so schnell vorbeigehen. Was hat sich getan von den letzten Wochen jetzt zu einem Monat? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Anfangszeit ist nicht zu unterschätzen. Also wirklich nicht. Ich habe nicht gedacht, dass man so müde sein kann und trotzdem alles geben kann für sein Kind. Ich war wirklich so müde. Es war so anstrengend. Die Nächte, es war wirklich, also es war der reinste Horror, muss ich eigentlich sagen. Noch am Anfang kam ja dazu, dass sie das mit dem Stillen halt, dass sie dann da immer so geschrien hat, weil sie halt nicht satt war, beziehungsweise ich halt nicht so viel produziert habe, wie sie trinken wollte. Und es war wirklich, es war sehr, sehr anstrengend. Und da war ich wirklich froh, dass mein Freund da war, um sich um den Haushalt zu kümmern, weil das hätte ich nicht auch noch geschafft. Also das wäre wirklich, da wäre ich sowas von. Entweder sehe ich hier aus wie Sau oder ich wäre total aufgeschmissen gewesen. Also da war ich wirklich froh, dass mein Freund sich die 2 Wochen Urlaub genommen hat, um mich zu unterstützen und ich mich voll und ganz auf die kleine Maus konzentrieren konnte. Dann haben wir sie versucht, am Anfang mit einem Schnuller zu beruhigen. Das ging dann auch nicht, weil sie den nicht genommen hat. Und dann wollte sie nur welche aus Latex. Aber mittlerweile nimmt sie auch welche aus Silikon. Sie hat jetzt gerade einen von Philips Avent. Ich sehe hier gerade die Verpackung. Wartet. Ja, Ultra Air hat sie gerade. Die mag sie ganz gut. Und sie sieht so süß damit aus irgendwie. An dem hier nuckelt sie sehr gut und an die von und an denen von Mom nuckelt sie sehr gut. Ja, die beruhigen sie halt auch. Aber sonst, was kann ich noch erzählen? Die Nächte am Anfang waren sehr kurz. Das ist ja klar, dass sie da öfters aufwacht. Und normalerweise kommt sie jetzt auch alle 2 Stunden. Immer noch. Aber heute war wirklich der erste Tag. Heute ist der 26. Also in der Nacht vom 25. zum 26. hat sie das erste Mal durchgeschlafen. Ich weiß nicht wieso. Eigentlich war der Tag gestern nicht anstrengend. Normalerweise schläft sie länger, wenn sie bei Oma und Opa war oder wenn wir jetzt einen anstrengenden Tag hatten oder sowas. Aber heute Nacht hat sie einfach so, einfach durchgeschlafen. Von. Ich habe gerade gedacht, sie weint, aber es sitzt schon wieder eine Katze vor dem Babyfon und maut. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Sie hat gestern. Ist sie eingeschlafen? Halb? Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Kannst du das mal lassen? Leroy, lass das mal. Hat aufgehört. Ja, sie ist gestern eingeschlafen, 7:30 und ist heute früh. Um 6 habe ich sie mit rausgenommen, habe sie gewaschen. Also ich habe ja meine Waschlappen hier und dann wasche ich sie einmal so ab frühmorgens und wickel sie dann und dann kriegt sie was zu essen und dann ist sie jetzt wieder eingeschlafen. Tja, ich weiß nicht, was in dem kleinen Körper vorgeht. Mal sehen. Vielleicht lernt sie wieder was Neues. Sie hat jetzt schon ein neues Wort, würde ich nicht sagen, einen neuen Laut gelernt. So dieses macht sie jetzt immer, wenn sie auf dem Wickeltisch liegt, dann macht sie. Das ist so süß. Sie redet dann immer mit mir, natürlich. Und ich antworte dann auch, weil ich alles verstehe. Ja, mit den Stoffwindeln haben wir leider noch nicht angefangen. Die Einerwindeln haben wir jetzt so gut wie alle aufgebraucht. Jetzt haben wir nur noch Zweierwindeln. Einmal die Packung, die ich gebraucht, kostenlos geholt habe. Und einmal Bio-Windeln, Öko-Windeln. Die brauchen wir jetzt noch auf. Und dann fange ich an mit den Stoffwindeln. Da bin ich schon echt gespannt. Ich glaube, die von Kängurus werden schon bald nicht mehr passen. Ich mache mal hier eine raus.
Hier, das sind halt die von Kängurus. Guckt euch mal das Muster an. Das ist so süß. Alice im Wunderland. Ich glaube, die werden schon bald nicht mehr passen. Muss ich mal gucken. Weil irgendwie sieht mein Kind nicht aus wie ein einmonatiges Baby, sondern so wie 2, 3 Monate. Ich weiß nicht wieso, aber sie ist nicht übergewichtig oder so. Die Leute, die meinen letzten Vlog gesehen haben, war es der letzte Vlog? Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge diese Videos kommen. Also ich weiß nicht, ob jetzt das Video von den Tagesmüttern noch vor dem hier kommt. Ich werde mal sehen. Aber in einem der letzten Vlogs waren wir bei der U3 und sie hat gut zugenommen. Sie ist ja auf die Welt gekommen mit 3450 Gramm. Ich habe in dem Video immer Kilo gesagt. Kilokind, 4000 Kilokind. Ja, und dann wurden wir entlassen mit 3200, irgendwie sowas, wurden wir aus dem Krankenhaus entlassen. Und zur U3 hat sie jetzt 4300 Gramm gewogen. Ja. Das ist also vollkommen im Normalbereich. Sie ist jetzt auch 55 cm groß. Sie kam mit 52 cm zur Welt. Und ihr Kopfumfang zur Geburt war 34,5 und der ist jetzt gewachsen auf 36 Zentimeter. So Leute, ihr seht vielleicht jetzt ihren Fuß. Sie sitzt da jetzt und wartet, dass ich fertig werde. Nochmal als kleinen Nachtrag. Wer mehr über das Thema mit der Kinderärztin wissen möchte, wie es bei der U3 lief, der kann gerne bei meinem Blog vorbeigucken, wo drüber steht, zu Besuch zur U3 oder so, oder zu Besuch beim Kinderarzt zur U3 oder sowas. Da könnt ihr gerne reingucken, da erfahrt ihr mehr, wie es bei der Kinderärztin lief und was sie gesagt hat zu ihr, falls euch das interessiert. Und was ich noch vergessen hatte zu sagen, was sie kann. Sie wird jetzt müde. Sie nuckelt gerade so. Was ich noch vergessen hatte zu sagen, sie kann, seitdem sie 2 Wochen alt ist, ihren Kopf heben. Komischerweise. I don't know. Aber die Corona-Kinder sind irgendwie different breed. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann sie schon seitdem ihren Kopf heben und das wurde stetig immer besser. Jetzt kann sie schon. Also es kommt jetzt ganz selten vor, dass ihr Kopf mal runterfällt. Aber normalerweise hebt sie ihn hoch so und guckt sich um und macht und tut. Und sie ist ja jetzt auch viel aufgeweckter schon. Also sie möchte wirklich alles sehen und erkunden und guckt und ja, und guckt auch Objekte hinterher. Das macht sie auf jeden Fall. Und ist auch interessiert an Geräuschen und vor allen Dingen an bunten Lichtern. Also wenn der Fernseher läuft, dann guckt sie da auf jeden Fall auch hin. Ja. Das wollte ich jetzt noch als kleinen Beitrag so zwischendurch mal einwerfen. Ich weiß nicht, wo im Video ich das platzieren werde, aber irgendwo, wo es passt. Das war so mein kleiner, was mir jetzt noch eingefallen ist, was ich jetzt noch einwerfen wollte. Sie lernt jetzt schon immer bei Oma und Opa zu bleiben. Da ich ja nur ein Jahr in Elternzeit bin, muss sie das sowieso lernen, dass sie öfters woanders ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin auch froh, wenn. Also, wenn sie da mal 1, 2 Stunden bleiben kann und sie nehmen sie auch super gerne. Sie fragen jedes Mal, wann kommt ihr denn wieder? Wann kommt? Obwohl sie fragen nicht nach uns, sie fragen immer, ja, wann kommt sie denn wieder? Wann können wir sie denn wieder nehmen? Das sind die Katzen, die das Babyfon auslösen. Es tut mir leid. Ja, die nehmen sie auch super, super gerne und fragen jedes Mal, wann sie sie wiedersehen und nehmen können, dass wir Zeit für uns haben. Aber ganz ehrlich, mein Mama. Entschuldigung. Leroy, lass das. Mein Mama-Instinkt sagt mir dann immer noch so, das ist aber mein Baby und ich will das jetzt gar nicht so wirklich. Es ist, wie es ist. Wie gesagt, sie muss ja auch später dann bei Oma sein, wenn ich noch arbeiten bin. Wir nehmen nämlich nur einen Betreuungsplatz von 7 bis 15 Uhr. Ich finde, das reicht vollkommen aus, dass ich sie halt frühs immer bringen kann. Aber nachmittags 15 Uhr wird halt schwer, wenn ich Spätschicht habe. Das, ja, weil unsere Kita ja auch bis 17 Uhr geöffnet hat, das wird ein bisschen schwer. Und dann holt sie aber Oma ab. Und das ist auch vollkommen okay. Die freut sich schon richtig drauf. Ach so, was ich noch erzählen kann. Wir haben herausgefunden, jetzt wo ich das hier gerade sehe,
Ich merke auch gerade, die Kamera steht voll schräg. Egal. Wo ich die Packungen gerade sehe, die haben wir geschenkt bekommen in diesen Geschenkboxen, die man immer von DM und Rossmann bekommt. Und die Pampers verträgt sie auch, die Feuchttücher. Aber die von Hip verträgt sie überhaupt nicht. Da ist sie so wund und rot von geworden. Also ich habe, als sie so rot geworden ist, habe ich schon aufgehört, dass sie gar nicht so wirklich wund werden konnte. Also ich weiß jetzt nicht, was ich mit denen mache, ob ich ihr vielleicht nur die Hände damit abwische oder so, aber im Windelbereich tut ihr das gar nicht gut. Ja, ich werde mal sehen, was ich damit mache. Oder ich gebe es meiner Kollegin mit, dass sie das in der Kita halt aufbrauchen kann mit zum Hände abwischen oder sowas. Ja. Oder sie nimmt es mit, wenn die rausgehen. Oder ich gebe es der Tagesmama dann, weil die werden ja nicht schlecht, oder? Oder wenn ich mich dann mit der Tagesmama, für die ich mich entscheide, treffe und dann sage ich ihr, das verträgt sie nicht, kannst du das für die anderen Kinder benutzen? Keine Ahnung. Ich werde sehen, was ich damit mache. Schlecht werden muss es ja nicht. Oder halt weggeschmissen werden muss es ja nun auch nicht. Ja. Ach so, zum ersten Schub könnte ich noch etwas erzählen. Den hat sie mit 4 Wochen bekommen. Sie ist ja 4 Tage zu spät geboren. Also über ET geboren. Und sie hat in der 4. Woche ihren Schub bekommen. Also am 21. war sie schon wieder besser gelaunt. 7 Tage zurück. Der 21. war ein Mittwoch. 7 Tage zurück. Ja, auf jeden Fall den Mittwoch davor. Jetzt kratzen die Katzen an der Tür. Jedenfalls die Woche davor hat es angefangen mit dem Schub. Und sie hat nicht mehr geweint als sonst. Also sie war halt nur sehr unglücklich mit allem. Und hat sehr, sehr schlecht geschlafen und wollte viel. Also sie wollte oft die Flasche, hat aber nicht viel getrunken. Normalerweise trinkt sie jetzt 120 Milliliter. Und da hat sie immer so 60, 90 getrunken, wollte aber fast stündlich eine Flasche. Und hat dann aber nicht alles ausgetrunken. Ja. Aber seitdem sie jetzt wieder raus ist, der strahlende Sonnenschein. Also wirklich, sie schläft, sie isst. Wie gesagt, sie schläft ja jetzt, sie hat heute durchgeschlafen. Mal sehen, wie es die nächsten Nächte ist. Aber sie ist so ein Sonnenschein und sie lächelt so oft. Sie lächelt beim Wickeln, lächelt sie fast. Ich glaube, jetzt wird sie wach. Aber jetzt könnte sie auch schon wieder Hunger bekommen. Ich beeile mich. Beim Wickeln lächelt sie dich die ganze Zeit an. Oder wenn sie dich schon sieht, beziehungsweise wenn sie mich und Kevin sieht, dann kommt immer so ein. Das ist so niedlich. Ich liebe das. Das ist. Oh. Es ist irgendwie. Ich freue mich, dass sie neue Sachen lernt, aber es ist so bittersweet, weil ich weiß, dass sie größer wird und immer selbstständiger und es ist einfach so, tja, mein kleines Mädchen. Ja, ich mache jetzt ihre Flasche fertig. Ich glaube, sie sagt, ich habe genug von ihr erzählt. Ich hoffe, es war jetzt alles dabei. Wenn nicht, schreibe ich einfach noch ein bisschen was in die Videobeschreibung oder in die Kommentare und pinne das an. Wenn mir noch was einfällt, was sich noch geändert hat, aber eigentlich. Ja, die Größe 50 Klamotten kann ich jetzt langsam mal aussortieren. Das wird alles langsam ein bisschen klein. Schade, schade, schade. Ja. Dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ich hoffe, es war jetzt nicht ganz chaotisch und dass ich jetzt so schnell weg muss. Was macht sie denn? Sie wurstelt schon wieder. Naja, dass ich jetzt so schnell weg muss, ist nicht so schlimm. Ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und ich sehe euch dann. Tschüssi!